Hallo zusammen. Habt ihr euch schon einmal gewünscht, jemand anders zu sein? Vielleicht ein kleines Häschen? Ein kleines Häschen im Wald, wo rumhoppeln kann, wie es will, mit anderen kleinen Häschen zusammen. Ein kleines Häschen, wo vor Ostern Eile bemalen kann. Eile bemalen, so viel es will, in allen erdenklichen Farben. Und es ist völlig egal, ob es Flecken gibt, ob es sich bekleckert, weil es für uns in der Natur ist und es niemand kümmert. Ja, genau das wünscht sich der kleine Bär. Schon seit Tagen hat der kleine Bär den Häsli zugeschaut. Die Häsli sind fleissig und sie haben so viel Freude gehabt. Sie haben Eier angemalt. In allen Farben haben sie sie angemalt. Oh Mami, Mami, ich will so gerne ein Osterhase sein, hat er bei Mama Bär bettelt. Da ist Mami Bär Stoff suchen und Faden und Nadeln. Und sie hat am kleinen Bär ein wunderschönes Hasenkostüm genäht. Juhui! Jetzt kann ich auch Osterhase sein. Da fehlen dir nur noch ein paar schöne, farbige Eier, hat Mama Bär gesagt. Oh ja, oh ja, jetzt kann ich Eier anmalen. Der kleine Bär hat fleissig gemalt. Jetzt bin ich ein Has, ein richtiger Osterhas, hat er sich gefreut. Juhui! Der kleine Bär hat so Freude gehabt, dass es fast nicht erwarten hätte können, seine Eier in den Wald rauszutragen. Er stellt den Korb am Fuß von einem grossen Baum ins Gras und wartet. Seine Freude ist immer grösser geworden. Und er war gespannt, wem er seine schönen Eier echt schenken hätte können. Aber niemand ist gekommen. Ja, wenn niemand da vorbeikommt, dann muss ich wohl jemand anders suchen, wo ich meine Eier schenken kann, hat der kleine Bär überlegt. Er ist zu einer Wiese gekommen. Da ist ein riesig grosser Hirsch gestanden. Hallo, Hirsch, hat der kleine Bär gerufen. Ich bin der Osterhas. Ich bringe dir einen Korb mit farbigen Eiern. Der Hirsch war sehr höflich. Das ist denn lieb von dir, kleiner Osterhas, hat er gesagt. Aber wir Hirsch sind Pflanzenfresser. Wir fressen nur Gras und Moos und anderes Grünzeug. Aber die Eule, die freut sich sicher über deine schönen Eier. So ist der kleine Bär gegangen, um die Eule zu suchen. Er ist auf den höchsten Baum aufgeklettert mit seinem Korb. Zur Eulenhöhle. Hallo, Eule, ich bin der Osterhas. Schau da, ich bringe wunderschöne, selber gemalte Eier, hat er gerufen. Oh, das ist denn lieb von dir. Aber schau mal, kleiner Osterhas. Ich habe selber schon ganze Haufen Eier. Ich brauche keine mehr. Oh je, hat der kleine Bär gedacht, als er in die Eulenhöhle hineingeschaut hat. So schade. Dann klettere ich halt wieder runter vom grossen Baum. Er ist runtergeklettert und hat eine grosse Kröte gesehen,
wo sich unten auf einem Stein in der Sonne gesonnet hat. «Hallo, Kröte! Ich bin der Osterhas. Willst du eine von meinen Eier haben?» «Oh ja, die rote da, das rote schöne Ei, das würde mir gefallen.» «Oh ja, sehr, sehr gern», hat sich der Osterhas gefreut. Und der kleine Bär hat schöne rote Ei aus dem Korb genommen und der Kröte gegeben. Die Kröte hat sich gefreut und der kleine Bär hat sich gefreut. Die Kröte hat sie rot eingenommen und hat es in die Krötenwohnung hineintragen. Doch das Ei war schwer. Und es ist immer schwerer geworden. Und es ist der arme Kröte zu schwer geworden. Quack, hat die Kröte gequakt. Es geht nicht. Und sie hat müssen das schöne rote Ei liegen lassen. Da hat der kleine Bär das Ei wieder in seinen Korb hineingetan. Da ist aus dem Wald ein Wildschwein rausgekommen. Hey, du da! Du mit den Eier! Ich habe Hunger! Her mit dem Korb! Der kleine Bär ist verschrocken. Oh, das sieht aber wild aus, hat's denkt, und ist so schnell, wie es konnte, davon gerannt. Es ist gar nicht so einfach, Osterhas zu sein, hat's denkt. Ich will doch nur jemandem Freude machen. Außer Atem hat sich der kleine Bär auf einen Baumstumpf gesetzt und hat grübelt. Wem könnte ich denn meine schönen Eier schenken? Da hat es Schritt gehört. Zwischen den Bäumen ist eilig ein Osterhas gelaufen. Der ist gerade vor Arbeit gekommen. Der hat nicht schlecht gestaunt, wo er den Bärenhas gesehen hat. Und noch mehr gestaunt hat er, wo der Bärenhas gerufen hat. «Hallo Has, ich bin der Osterhas. Ich schenke dir meinen Korb.» «Was? Mir?» hat der Osterhas gestottert. Er hat es fast nicht können glauben, dass man ihm ausgerechnet an einen Osterhas Ostereier schenkt. «Oh, vielen, vielen Dank! Ich freue mich ja so sehr!» «Oh, und ich freue mich auch mit dir, dass du dich freust», hat der kleine Bär gelacht. Glücklich ist der kleine Osterhas mit seinem Korb davongehupset. Erleichtert hat unser kleine Bär das Hasenkostüm ausgezogen. «Jetzt bin ich genug lang Osterhas gsi. Ach, ist das ein aufregender Tag gsi.» Und er hat sein Osterkostüm an einen Baum gehängt. «Ja, vielleicht hat jemand anders Freude an meinem Osterhasenkostüm.» Fröhlich ist der kleine Bär heimgehüpft. «Es ist schön, wieder ich zu sein.» Und wirklich, es hat jemand gegeben, wo sich über sein Hasenkostüm gefreut hat. Ja, liebe Kinder, vielleicht wünschen wir uns jemand anders zu sein. Einmal bei mir war es so. Auch heute noch jemand dir. Wie der kleine Bär sich das auch gewünscht hat. Und dann vergessen wir dabei, dass wir selber ja auch Freude schenken können. Aber Gott hat uns alle genau so wählen, wie wir sind.
Allen hat er Freude und Liebe geschenkt. Wir müssen niemand anders sein. Genau so sind wir richtig und gewollt und so werden wir geliebt von Gott und von unseren Eltern. Machen wir doch einmal ein kleines Spiel. Also, überleg dir einmal, was alles in dir steckt. Aber nur Gutes. Also, zähl einmal alles Gute von dir auf. Auf wie viel kommst du? Also, zum Beispiel, ich bin fröhlich, ich bin hilfsbereit. Überleg mal. Und jetzt kannst du aus dem Spiele machen. Spiel's mit deiner Mutter, mit dem Vater, mit der Geschwister oder mit der ganzen Familie. Du fährst an. Du sagst etwas Positives von dir. Dann sagt deine Mutter etwas Positives von sich, dann dein Vater, deine Geschwister, dann wieder du. Und der, der nichts mehr weiss von sich, der scheidet aus. Und der, der am Schluss noch zurückbleibt, der hat gewonnen. Ich sage dir eins, das macht ganz schön viel Spass. Und es tut unheimlich gut. Es stellt richtig auf. Probier es aus. Ich würde zum Beispiel sagen, ich bin dankbar. Ich sehe das Gute in den Menschen. Ich bin naturverbunden. Ich bin fröhlich. Ich bin hilfsbereit. Und da könnte ich noch ganz viel anhängen. Ich bin überzeugt, du kommst auf eine riesige Liste. Wart's ab, du wirst stolz sein auf dich. Ich sehe schon jetzt das Lächeln auf deinem Gesicht. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das mit unserem kleinen Bär und mit den Ostereiern und mit den Häsli zu tun hat. Ganz einfach, zum fröhlich sein braucht es Zufriedenheit, damit man zufrieden ist mit sich selber, muss man wissen, wer man ist. Und dass du, ich meine genau die, ein guter Mensch bist, das weiß ich und das weiß auch du, jetzt erst recht. Ein guter Mensch will seine Freude mit anderen teilen. Also, anderen Freude machen. Denn das freut man selber dann auch. Wow, nur schon diese Worte lösen Freude in meinem Herz aus. In deinem auch? Wie man das macht? Ganz einfach. Wie der kleine Bär und die kleine Hase. Verschenken schönes farbiges Osterei, schön verpackt. Oder ein hübsches Frühlings. Eine hübsche Frühlingszeichnung, ein paar Blümchen aus dem Garten, ein Gedichtli oder einfach ein paar liebe Worte. Und geniesst Freude dabei. Ich wünsche dir viel Freude.